herzlich willkommen und schönen guten Tag zum heutigen Webinar, zu unserer Webinarreihe Regelmäßiges Einkommen mit Optionen erzielen. Ich freue mich sehr, dass Sie heute da sind und ich freue mich natürlich auch, dass Thorsten heute wieder mit uns diese Veranstaltung macht. Und ja, mal schauen, welche Informationen er heute mitgebracht hat und vielleicht auch mal in die Praxis heute eingeht. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße Sie im Namen von FX Flat. Wir schauen uns den Risikohinweis an, denn wie immer dient dieses Webinar nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Unabhängig vom Inhalt müssen Sie auch, wenn wir Ihre eigene Entscheidung treffen und dürfen dieses Event bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. So, ja, hier bei uns in den Webinaren gilt ja ein respektvolles Du. Von daher, wenn wir hier mit Vornamen aus dem Chat heraus entsprechend ansprechen, dann bitte das auch so verstehen. Und wer das nicht möchte, dann selbstverständlich gerne erwähnen. Danke, Dirk, für das Feedback und Aufzeichnung gibt es dann bei uns auf der Webseite beziehungsweise auf unserem YouTube-Kanal FX Flat. Da wird es dann so schnell wie möglich online gestellt. Und damit gebe ich auch rüber. Wünsche viel Erfolg, viel Spaß. Wenn irgendwas ist, ich bin natürlich im Hintergrund. Perfekt. Vielen Dank, lieber Nelson. Ja, hallo zusammen. Genau, duzen, das machen wir ja sowieso unter uns Tradern. Ja, das ist definitiv gang und gäbe. Also daher auch natürlich von mir aus, ich bin der Thorsten, der ein oder andere kennt mich. Falls man mich noch nicht kennt, möchte ich mich ganz kurz vorstellen. Ich bin der nette Kollege hier mit der Fliege und dem blauen Jackett. Ich mache Optionshandel jetzt schon ein paar Jährchen, habe auch einen Club, den Options for Winners Club und bin auch auf YouTube aktiv. Also für all jene, die mich dort noch nicht gesehen haben, einfach mal bei YouTube Options for Winners eingeben. Und falls man ein bisschen mehr über mich wissen möchte, kann man hier auf meiner Homepage gehen. Und hier haben wir ja auch noch den Club, den wir halt anbieten. Wir sind wirklich ganz, ganz toller Club mit ganz viel Austausch. Auf die ein oder andere Frage werde ich auch gleich eingehen. Die kamen nämlich im oder die Fragen, die im Anschluss an das letzte Webinar kamen, die werde ich dann hier auch beantworten. Die E-Mails habe ich zwar schon beantwortet, aber damit vielleicht der ein oder andere auch informiert ist, kann ich das natürlich gleich zeigen. Ja, wir sind ja hier bei FX Flat. FX Flat ist ja sozusagen mein Lieblingsbroker. Ja, das ist auch sozusagen der einzige Broker, der auf meinem Trikot steht, FX Flat. Und über FX Flat kann man natürlich auch ein Depot eröffnen. Und sollte man das über diese meine Landingpage machen, bekommt man 2 Monate verlängerte Clubmitgliedschaft zum einen. Ja, also das heißt, für die 899 Euro, die der Club jetzt im Jahr kostet, wären statt 12 dann 14 Monate möglich. Und wir haben ja noch vieles anderes. Ich gehe mal hier kurz rein. Das ist jetzt hier unser Discord-Server. Da werden jetzt beispielsweise auch unsere Live-Trades eröffnet. Und hier unten wird auch noch ein Abschnitt FX Flat hinzugefügt. Das heißt, da hat man sozusagen als FX Flat-Kunde, wenn man das über diese Landingpage auch eröffnet hat, noch mit zusätzlichen Services versorgt. Genau die Fragen, die kamen, weil viele sagten immer, ich rede hier vom Club und man weiß ja gar nicht, was dahinter steckt. Also zum einen ist natürlich auf meiner Homepage Options for Winners. de/club steht hier schon einiges. Ja, alles kann ich natürlich jetzt nicht zeigen. Das würde jetzt auch den Rahmen sprengen. Auf jeden Fall, wir traden gemeinsam. Wir haben Trading, wir haben regelmäßige Calls gemeinsam. Das ist jetzt beispielsweise jeden Dienstag ein Call für Anfänger um 19 Uhr. Da werden wirklich die Basics beigebracht. Wir haben jeden Donnerstag um 19 Uhr unser Clubtreffen um 19:45 Uhr diskutieren wir die Trade-Ideen der Clubmitglieder. Ja, da werden wir mal den einen oder anderen ein bisschen grillen. Da kriegt man mal meine Meinung auch zu hören, natürlich auch begründet. Und wir haben auch diverse Tools, wie beispielsweise den 20K-Checker. Ja, da kann man zum Beispiel gucken, wie viel von diesen, ich nenne es jetzt mal dämlichen 20.000 Verlustverrechnungen man jetzt schon verbraucht hat. Es sieht ja nicht danach aus, als wenn sich die Regierung diesbezüglich einigen könnte, das wieder abzuschaffen. Also da müssen wir wahrscheinlich noch ein bisschen länger leben. Wir haben auch in unserem Club, das möchte ich auch noch hinzusagen, eine relativen
großen Anteil an Trading GmbHs. Das sind jetzt nicht mehr 22,1. Der letzte Abgleich hat ungefähr 28% Trading GmbHs ergeben, plus natürlich noch viele, wie man es hier erkennen kann, die jetzt nicht in Deutschland ansässig sind als Steuerpflichtiger, sondern in der Schweiz, Österreich und in anderen Ländern. Da kommen wir halt jetzt schon wirklich auf mehr als ein Drittel. Und deshalb werden wir unseren Club jetzt auch ein bisschen neu strukturieren und für die Trading GmbHs da auch noch ein bisschen was mehr anbieten. Wie gesagt, wir traden gemeinsam und auch die Trades, die sind einsehbar. Ja, also das heißt, jeder, der bei mir hier im Club ist, der bekommt auch den Zugang zu dieser Liste und man sieht das Ergebnis hier und hier auch nochmal nach den Monaten sortiert. Wir machen das wirklich alles sehr, sehr transparent und eben schon erwähnt, die ganzen Trades, die werden hier auch sehr zeitnah, sobald ich die eröffnet habe, auch kommuniziert. Ja, also wir gehen hier auf Kommunikation und auf Transparenz. Ja, es soll hier nicht irgendwas verschwiegen, verschönert oder ich sag's mal so, adjustiert werden, sondern das ist wirklich so, wie es ist und so soll es auch sein. Ich nenne den Club auch manchmal, also wenn ich den vergleiche als Hilfe zur Selbsthilfe, das Ziel des Clubes ist ja jetzt nicht blind und blöd nachzutraden, sondern das Wissen sich anzueignen, um nachhaltig auch ein erfolgreicher Trader zu sein, was ähnlich jetzt hier auch dieses Webinar abzielt, ja, dass wir hier versuchen, die notwendigen Basics auch ja, zu vermitteln, damit man sozusagen auch in der Lage ist, auf der einen Seite das Verständnis zu erlangen, wie es funktioniert und auf der anderen Seite natürlich auch mit den Möglichkeiten, die man hat, die Trades umzusetzen. Das ist hier beispielsweise die Trader Workstation, das ist jetzt unser Clubdepot, eben schon gezeigt, 30.000, das sind die offenen Trades. Aber man hat ja nicht nur die Möglichkeit, ein reales Konto, sondern es gibt ein sogenanntes, mein Gott, jetzt bin ich über meine eigenen Worte gefallen, es gibt ein sogenanntes Paper Trading Account, das ist sozusagen ein Demo-Account, da kann man wirklich richtig ordentlich trainieren und sich die Techniken aneignen, immer sehr, sehr empfehlenswert, ja, bevor man ins kalte Wasser springt. Klar, ich habe den einen oder anderen gehört, ja, auch wenn man länger wartet, wird das kalte Wasser nicht warm, ja, aber nichtsdestotrotz halte ich es trotzdem für ganz vorteilhaft, wenn man den einen oder anderen Trade entweder auf der selbst probiert oder sich wenigstens mit Leuten auseinandersetzt, die da schon Erfahrung haben. Ganz wichtig für mich. Wir haben letzte Mal besprochen, was wichtig ist. Wichtig ist natürlich, wenn wir jetzt hier beispielsweise traden und wir machen ja mehrheitlich die Stillhaltergeschäfte. Die Stillhaltergeschäfte, da sind wir ja primär als Verkäufer von Optionen im Geschäft. Ja, das heißt, wir eröffnen einen Trade und bekommen direkt die Prämie auf unser Depot. Und was wir natürlich gerne wollen, ist immer so ein schönes Treppendiagramm, dass wir halt regelmäßig Prämien vereinnahmen. Und ich würde es immer direkt am Anfang rein psychologisch mit irgendetwas verbinden. Ich weiß nicht, ob ich es letzte Mal gesagt habe, aber ich habe es bestimmt schon irgendwo mal gesagt, bei meinem Club auf jeden Fall. Ich habe angefangen früher mit den Prämien mir Poloshirts zu kaufen. Ja, da habe ich sozusagen mit jedem Erfolg gesagt, kaufe ich mir ein Poloshirt in einer anderen Farbe. Das war damals ein Ralph Lauren Poloshirt. Bis auf die Farbe Rosa und Rosé habe ich alle Poloshirts durch. Und das hat mich natürlich dann auch animiert. Und ich würde das ähnlich machen, dass man beispielsweise sagt, ich fange an, die ersten Prämien zu verwenden, beispielsweise um mein Fitnessstudio zu bezahlen. Ja, wenn man dann so, weiß ich nicht, 25, 50 Dollar im Monat damit erwirtschaftet, dass man damit schon was bezahlt, dann ist das eine ganz, ganz tolle Geschichte. Und ich kenne auch viele Stories von Clubmitgliedern, die beispielsweise ihre Immobilie damit abbezahlen, ja, die sich dann eine Wohnung gekauft haben und die haben eine Abtragung von 300, 500 Dollar im Monat und es schaffen wirklich mit der vereinnahmten Prämie sozusagen ihre Kredite zu begleichen. Das ist natürlich wirklich mega und das sollte wirklich Ziel Nummer eins sein, ein stetiger Aufbau. Ja, nicht zocken und nicht groß spekulieren und auf Statistiken sich zu sehr verlassen, sondern wirklich am Anfang, ja, ich nenne es mal so, die hohen Wahrscheinlichkeiten zu verfolgen. Ja, es gibt High Probability Trades, da kommen wir gleich, oder gehen wir gleich drauf ein. Das sind Trades, da hat man ungefähr eine Erfolgsquote von 80, 85%.
Und das ist wirklich eine schöne Sache, oft verbunden mit kleinen Prämien, wie man es hier auch sehen kann. Ne, das sind ja viele kleine Brötchen, die wir hier gebacken haben, um schlussendlich hier hinzukommen. Ist aber auf Dauer wirklich eine tolle Sache. Das ist jetzt hier auch die Brot- und Butterstrategie, die ich ja wirklich liebe und auch gerne trade. Und man kann es natürlich auch so machen, indem man beispielsweise statt einem Trade, wie es jetzt hier beispielsweise bei dem 30.000er Depot ist, dass man dann für ein 100.000er Depot das mit drei skaliert. Natürlich immer unter Berücksichtigung des Risiko- und Money Management. Ja, immer ganz, ganz, ganz wichtig. Man muss vorher wissen, was im schlimmsten Fall passieren kann. Dann muss man wissen, kann man damit leben? Und last but not least ist auch die Relation, ja, von Rendite zu Risiko, ne? Ist das in Ordnung oder nicht? Das sind natürlich alles solche Dinge. Wir erinnern uns, es ist noch nicht lange her, dieser ganze GameStop-Hype, ja. Und wenn ich daran denke, was damals für eine hohe Prämie gezahlt wurde, nice to have, ja, war eine hohe Prämie, weil halt die Volatilität extrem hoch war. Auf der anderen Seite ist der Broker ja auch nicht dumm und der weiß ja, was das für ein Risiko ist. Und dann muss man halt ganz viel Margen hinterlegen. Und wenn ich dann eine Relation von 1 zu 10 habe, dass ich dann, ich sag's mal so, $80 verdiene und $800 irgendwo hinterlege, und das ist jetzt in Anführungszeichen noch relativ wenig für GameStop gewesen, dann ist das für mich nicht wirklich was, was ich verfolgen würde. Ja, zumindest nicht auf Dauer. Und da versuchen natürlich immer die meisten. Das ist genauso. Redet mal mit jemandem, der schon seit Jahren Buy and Hold macht und redet mal mit jemandem, der dauerhaft solche Ten-Baggers sucht. Ja, also wo er, sage ich mal, wirklich aufs Risiko geht und sagt, hier, à la Lottospiel, aus dem wird bestimmt mal eine Verzehnfachung. Und die Ergebnisse, statistisch gesehen, sprechen meistens für den Buy-and-Hold-Strategen. Und ähnlich sehe ich das jetzt hier auch so. Wir wollen ja unsere Nerven ja auch nicht dauerhaft belasten. Auf der einen Seite, dass man sozusagen abends nach der Arbeit in sein Depot guckt und sieht da lauter rote Zahlen, sondern man möchte natürlich auch eine gewisse Art von Beruhigung haben, dass man halt sozusagen Trades macht, die jetzt nicht so anfällig sind. Natürlich, es ist immer der Fall, wir haben es in den letzten Tagen gesehen, die Börse, die spielt manchmal verrückt und dann ist es auch häufig der Fall, dass man zum falschen Zeitpunkt reinguckt oder reingeht und der falsche Zeitpunkt, der wird halt häufig da sein. Fakt ist nur, man muss es irgendwie dauerhaft machen und diese Punkte habe ich ja letzte Mal auch teilweise benannt. Das ist jetzt hier so ein Panikbericht, dass man sich mal den Markt anguckt, sich mit solchen Situationen mal ein bisschen näher beschäftigt. Hier kriegt man von mir, wenn man auch kein Clubmitglied ist, bei Instagram poste ich den Morgenbericht jeden Morgen. Das heißt, hier wird er um 6:30 Uhr automatisiert reingestellt und bei Instagram sind es dann, glaube ich, 1,5 Stunden später. Auf jeden Fall jeden Morgen bekommt man hier auch die Möglichkeit, sich das anzuschauen. Und dann ist man natürlich schon ein bisschen besser, ein bisschen schöner aufgestellt. Ja, wenn ich jetzt hier im grünen Bereich bin, als wenn ich jetzt im roten Bereich bin, dann würde ich mir natürlich auch überlegen, gehe ich jetzt all in? Und dann sage ich wahrscheinlich eher nicht. Beziehungsweise dann natürlich mit unterschiedlichen Strategien. Wir gucken uns jetzt aber auch mal an, wie der Markt jetzt heute ist. Wir haben es heute Morgen schon gesehen, der DAX hat ordentlich zugelegt. Ja, also der war ja schon wieder kurz vor seinen 15.000er Punkten. Und heute geht es wieder straightforward nach oben. Es ist ein Hin und Her und das muss man natürlich dann auch erstmal, ja, verdauen, verkraften. Nichtsdestotrotz ist das natürlich was, was man hier auch wieder ausnutzen kann. Nur, hier sieht man es ja. Wo waren wir hier? Wir waren hier unten, ne, bei den 15.000. Ne, die sind ja durchbrochen. Das ist jetzt etwas, wo ich sage, hier weg, ne, das ist der O4W Best Indikator, das ist der Indikator, den ich für die TradingView hier programmiert habe. Ne, die grünen Kerzen, die sind long, die roten Kerzen sind short, also long bullish. Rot sind dann bärisch und jetzt sind wir hier schon wieder im in Anführungszeichen neutralen Bereich. Ja, aber
Nee, wir sehen hier ein B. B, wir erinnern uns, das ist die Backwardation. Und wenn wir uns das jetzt mal hier angucken, dann liegt das darin, dass bei mir die Backwardation auch ein bisschen anders definiert ist. Normalerweise sagt man ja, Backwardation ist dann, wenn die Folgekontrakte günstiger sind als die Frontkontrakte. Also wenn wir jetzt hier beispielsweise so eine Kurve haben, habe ich letzte Mal aufgezeigt, dann wäre es eine Backwardation. Dann würde man auf gut Deutsch mehr für die Absicherung bezahlen, für die kurzfristigen als für die später folgenden. Das heißt, das Feuer ist direkt vor der Tür. Vorsicht. Jetzt sehen wir aber hier einen Aufwärtstrend und hier sehen wir natürlich dann auch eine Contango. Aber für mich, das habe ich halt aus der Vergangenheit auch bemerkt, war das ein gutes Indiz, wenn der VIX-Index sozusagen oberhalb des ersten Kontraktes liegt, ist es auch eine Backwardation. Die ist jetzt aber minimal. Die würde ich jetzt auch nicht so ernst nehmen. Nichtsdestotrotz, besser ist es natürlich, wenn das B hier auch weg ist. Wir haben hier EMA 20, EMA 50, die 200er-Tagelinie. Bin gespannt, wann wir da wieder hinkommen. Der DAX ist auf jeden Fall ein bisschen zögerlicher. Nichtsdestotrotz, es ist nicht aller Tage Abend, aber wir können nicht immer warten. Ja, wenn wir warten, ja, verdienen wir auf gut Deutsch kein Geld. Ja, das ist natürlich immer schlecht. Klar, wir verlieren auch nichts. Das ist ja immer, wie gesagt, wenn Leute vom sicheren Hafen reden. Aber ein Schiff wurde nicht gebaut, um im Hafen zu stehen. Ja, und genauso ist es mit uns auch. Unser Schiff muss raus und wir haben halt die Möglichkeiten. Im Gegensatz zu den Aktientradern, die ja direktional sind, ja, da kriegst du ja direkt einen auf die Mütze, wenn der Markt ein bisschen runtergeht. Wir können es ein bisschen abpuffern mit unseren Optionen und wir können uns natürlich auch noch absichern mit unseren Optionen und diese Möglichkeiten bestehen dann. Was wir auch immer vor Augen haben müssen, ist natürlich der Volatilitätsindex. Und das liegt natürlich auch daran, und da gehen wir mal hier rein. Ja, also wenn ihr jetzt bei mir im Club, wenn ihr mal bei mir im Club ist, hat man halt auch Zugriff zu ganz, ganz vielen Daten und Dateien. Und das ist jetzt hier aus der Bibliothek. Und wenn wir uns das jetzt mal aufrufen und gucken uns an, wie sich denn der Preis einer Option zusammensetzt, dann haben wir hier zwei Blöcke. Das ist der innere Wert und das ist der Zeitwert. Und dieser Zeitwert wird, und hier steht es ja auch, mitunter getrieben durch die implizite Volatilität, durch das Vega. Ja, und wenn die Volatilität hoch ist, verdienen wir mehr Geld. Und als Verkäufer profitieren wir dann natürlich auch davon, wenn die Volatilität wieder abnimmt. Das heißt, die Phase jetzt ist eigentlich noch eine ganz gute Phase. Man sieht schon die Volatilität heute um 11% und um 2,15% Punkte abgenommen. Das heißt, hier hätte man schon einen Vorteil natürlich gehabt, wenn man beispielsweise bei der hohen Bulle eingestiegen ist. Aber nichtsdestotrotz, es ist immer noch wirklich attraktiv. Wir gucken aber trotzdem, wenn wir jetzt bullische Strategien fahren, dann wollen wir natürlich den Markt auch ein bisschen mehr bullisch sehen. Und für unseren Markt nehmen wir gerne den S&P 500. Ja, da gehen wir gerne nach Amerika. Wir traden ja auch mehrheitlich die amerikanische Option. Auf den ersten Blick sieht es ja aus, ist ja ähnlich wie der DAX. Aber was wir hier natürlich sehen können, die 200-Tage-Linie, da sind wir drüber. Ja, da sind wir drüber und wir gucken uns jetzt natürlich auch mal an. Das kann man hier auch mal schön sehen. Wenn man überlegt, ne, die EMA 50, die EMA 20. An der EMA 20, da sind wir jetzt auch drüber. Wir können, vielleicht haben wir es in 2, 3 Tagen und dann haben wir die Jahresendrallye. Dann ist es natürlich alles schön, weil dann haben wir vielleicht wieder so eine Möglichkeit wie hier zum Mai. Also zum Ende Mai. Und wenn wir uns das mal anschauen, da waren wir Ende Mai am 26. Mai mit dem Long Open, wo die bullische Phase sozusagen losging. Und die hat beendet bis zum 4. August. Das ist natürlich schon ordentlich. Das sind 2 Monate und eine Woche. Und diese 2 Monate und eine Woche kann man natürlich immer traden. Und das ist ja das Schöne hier bei den Optionen. Wir haben so viele Möglichkeiten. Da gehe ich mal wieder unter dem Download-Bereich. Und ich gucke mir mal an, wo haben wir denn die ganzen Strategien? Da, 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 Strategien. Klicken wir drauf, öffnet sich. Und dann sieht man, haben wir natürlich die Möglichkeiten, in bullischen, in bärischen und auch in seitwärts, also in neutralen Phasen zu profitieren. Und wie man hier auch schon sieht, ich habe das natürlich auch nochmal unterteilt in niedrige implizite Volatilität und
hohe implizite Volatilität. Und der Grund ist ja klar, ich habe es ja gerade gesagt, der Preis, der wird ja mitunter getrieben durch die Volatilität. Und wenn wir eine hohe Volatilität haben, ist das natürlich eine bessere Ausgangssituation für den Verkäufer. Wenn wir also aber eine niedrige Volatilität haben, dann ist die Situation natürlich besser für den Käufer. Und das ist natürlich auch einfach zu erklären, weil, wenn wir uns jetzt einfach mal überlegen, wir haben hier, jetzt hier ist die Volatilität, ja, das ist der Verlauf der Volatilität und dann haben wir natürlich irgendwo eine Mitte. Und wenn wir jetzt sagen, wir sind hier bei der hohen Volatilität, dann ist es natürlich so, dass aus der hohen Volatilität mal eine niedrige Volatilität kommen wird. Ja, wenn wir jetzt hier sagen, wir haben jetzt hier unseren Index. Ja, wir haben hier unseren Index. Und der Index entwickelt sich mehr oder weniger immer zur Mitte. Eine Reversion towards the mean. Ja, dann ist sowas natürlich immer attraktiv für verkaufte Optionen und sowas natürlich immer attraktiv für gekaufte Optionen. Und jetzt sind wir auch wieder mal bei unseren Strategien. Unsere Strategie kann man natürlich kombinieren. Ja, man kann natürlich aus verkauften und gekauften was zusammensetzen und schlussendlich von beiden Seiten, von beiden Optionen Vorteile generieren. Und das ist ja das, ne? Also ich bin wahrscheinlich der schlechteste Koch, den ich zumindest hier in Düsseldorf kenne. Und aber ich bin ein guter Koch, was die Optionen angeht, weil die Optionen sind für mich sozusagen die Zutaten. Und da ich weiß, wie diese Zutaten miteinander zusammen harmonieren, kommt auch schlussendlich am Ende eine Suppe raus, die wahrscheinlich nicht versalzen ist und ganz gut schmeckt. Und das muss man natürlich dann auch lernen. Man muss zum einen wissen, wie diese Optionen funktionieren. Ja, hier zum Beispiel das, was ich gerade eben gesagt habe, diese Preisbildung, das ist das A und O. Das muss man natürlich verstehen. Und dann überlegt man natürlich auch, wann gehe ich rein, wie gehe ich rein. Und auf der anderen Seite, auch ganz wichtig, das sind ganz normale Themen, die vergisst man teilweise auch, wenn man lange drin ist. Ne? Käufer und Verkäufer einer Option. Das verwechseln häufig auch schon jene, die vielleicht schon 1, 2, 3 Jahre traden und merken auf einmal, ach ja, ich bin ja Verkäufer, ich habe ja eine Pflicht und nicht das Recht. Und das ist halt hier auch der Unterschied. Wir sind als Verkäufer besser bedient, was die Prämie angeht. Ja, im Schnitt ist ja die historische Volatilität niedriger als die implizite Volatilität. Also wir kriegen immer so eine Schippe Aufschlag. Aber dafür muss man auch sagen, haben wir eine Pflicht und die Pflicht darf man nicht unterschätzen. Und das sind Punkte, ganz, ganz wichtig, sich damit zu beschäftigen und auch immer überlegen, was da für eine Intention hintersteckt, wenn beispielsweise der Gegenüber, also der Käufer der Option, sein Recht ausübt. Ja, das muss man sich natürlich dann auch vergegenwärtigen. Da kommen zum Beispiel Strategien, Covered Call wird ausgeführt und ich kriege die Dividende nicht. Oder ich habe eine Put verkauft und die wird auf einmal ausgeübt vor der Fälligkeit. Was ist denn das? Das sind halt alles Punkte, die man wissen muss. Und die ersten Wochen, und da bin ich ganz ehrlich, die ersten Wochen, die gehen wie Schmitz Katze. Ja, heißt, dann hat eine mega hohe Lernkurve. Ja, das ist super. Ne? Viele vergleichen das ja immer gerne mit diesem Pareto-Prinzip. Ja, 20% Aufwand führt zu 80% des Ergebnisses. Kann ich jetzt ungefähr auch bestätigen. Und das reicht auch für viele aus. Ne? Nochmal, nicht jede Raupe möchte zum Schmetterling werden. Ja, viele Leute sagen auch von wegen eine schöne Raupe, das reicht mir aus, weil da kann man auch sozusagen an der Börse mit Geld verdienen. Nur man muss mindestens Stufe schöne Raupe werden, weil ansonsten, sage ich ganz ehrlich, zählt man zu den 90%, die kein Geld verdienen, beziehungsweise die sogar Geld verlieren. Und da müssen wir natürlich auch aufpassen. Ja, ich habe letztens noch mal eine alte Vorlesung gehört von einem Kollegen, der an der Börse war. Der war mit Anfang 20 insolvent, ja, und ist jetzt ein ganz, ganz erfolgreicher Mensch. Und er hat auch gesagt, er war so froh, dass er zu Beginn
seiner Karriere insolvent war, weil dann hat er noch ganz, ganz viele Jahre gehabt, wo er sozusagen den Scheiß, den er verbockt hat, aufholen konnte. Und das ist jetzt der nächste Punkt. Der ist ganz, ganz wichtig. Und das ist auch, das trifft auch auf viele zu, die jetzt schon ein paar Jahre auf dem Buckel haben, beziehungsweise ein paar Jahre erarbeitet haben und auch einiges an Vermögen generiert haben. Jeder Euro, jeden Dollar, den man verliert, da muss man richtig stark für ackern. Ne? Ich muss es ja nicht sagen, von wegen, wenn man 10% verliert, reichen nicht 10% Gewinn wieder aus, um diese zu kompensieren. Ja? Also will damit sagen, Fokus sollte wirklich sein, kein Geld zu verlieren. Das ist Nummer eins. Nummer zwei ist Geld verdienen und dann Nummer drei besser als der Markt und dann Nummer vier, ja, ich bin kein Freund von finanzieller Freiheit, weil Freiheit ist es für mich da nicht, aber nichtsdestotrotz auf jeden Fall so, dass man da schon viel mitmachen kann, weil wir wissen einfach, dass jeder Euro, jeder Dollar, den man hat, das ist Werkzeug. Und wenn man mehr Werkzeug hat, kann man mehr arbeiten. Und wenn man mehr arbeiten kann, kann man mehr Geld verdienen. Und deshalb der Punkt, wer mehr Geld hat, verdient mehr Geld, ist hier auf jeden Fall auch zutreffend. Wir haben jetzt hier einen Überblick über verschiedenste Optionsstrategien. Und wenn wir uns mal die bullischen Optionsstrategien angucken, da haben wir auch schon einiges. Und das ist nur ein Teil. Das ist nur ein Teil. Wir werden ja jetzt zukünftig auch bei uns im Club für die Trading GmbHs, da gehen wir ja mal auf Butterflies, auf Double Calendars und wie die auch alle heißen, die sind jetzt hier nicht dabei. Das sind hier sozusagen die gängigen, die wir auch mit unserem 20K-Account machen können, beziehungsweise auch welche, die man halt mit kleineren Konten da traden kann. Die anderen eben gesagt, die sind halt sehr 20K unfreundlich und von daher sind sie auch hier nicht aufgeführt. Aber was man hier zum Beispiel sieht, ist natürlich, dass dort, wo die Vola hoch ist, eine hohe IV, hohe implizite Volatilität, das sind die ganzen Credit Spreads. Und hier, das sind ja eigentlich diese Debit Spreads. Ne? Erinnern wir uns nochmal, Credit Spreads, das heißt, die verkauften Optionen, die hier drin sind, die generieren mehr an Prämie als die gekauften uns Kosten. Das heißt, wir haben am Anfang schon direkt etwas Cash in der Tasche. Hier bei der niedrigen IV, wo die Debit Spreads sind, ist es halt andersrum. Da haben wir mehr Prämie zu zahlen für die gekauften Optionen, als wir durch die verkauften Optionen generieren. So, was ist jetzt der Charme und was ist jetzt sozusagen der Nachteil? Jeweils, also alles hier hat seine Daseinsberechtigung. Alles hier kann man wirklich traden und es gibt immer wieder Phasen, Situationen, wo das eine mehr Sinn macht als das andere. Jetzt ist natürlich die Frage für all jene, die sich jetzt mit den Stillhaltergeschäften beschäftigen, wie kriege ich das denn jetzt am besten hin, wenn ich jetzt einfach sage, ich habe hier ein Stillhaltergeschäft. Und ich möchte regelmäßig immer nur verkaufen. Ja, also immer nur Optionen verkaufen. Dann ist natürlich die Möglichkeit klar gegeben, wenn wir einen Aufwärtstrend haben, wenn wir einen Aufwärtstrend haben, dann könnten wir natürlich immer bullische Stillhaltergeschäfte machen. Das ist ja kein Problem. Man kann ja hier immer wieder Optionen, jetzt hier beispielsweise Put-Optionen, verkaufen und würde immer wieder generieren. Geht hier nicht rein, ja, geht dann hier wieder rein, ja, und so schließt sich der Kreis. Der Nachteil ist natürlich, wenn die Kurse nach oben gehen, nimmt in der Regel die Volatilität ab. So, eben noch gesagt, Volatilität Teil der Prämie einer Option. Wenn die jetzt niedrig ist, kriegen wir weniger Prämie. Das heißt auf gut Deutsch, bei gleichem Risiko verdienen wir weniger. So, und was ist noch dabei? Wir gehen natürlich grundsätzlich das Risiko ein, wenn wir eine niedrige Volatilität haben, dass die wahrscheinlich hoch wird. Und wenn wir Optionen verkaufen, wollen wir ja eher, dass die Vola nach unten geht und nicht nach oben. Und damit muss man einfach leben. Wenn man sagt, ich mache jetzt hier so die klassischen Stillhaltergeschäfte, dann ist das trotzdem okay. Ja, es ist definitiv okay. Und wir haben ja jetzt hier, kann ich vielleicht hier auch nochmal zeigen,
haben wir ja auch Backtests. Ja, wir haben ja hier, gehe ich mal kurz drauf, Palim, Palim, wo ist es jetzt? Haben wir ja unsere Backtests, ne, die sind ja hier mit Option Omega und da sind natürlich auch Strategien, kann man hier sehen, ne, die sind halt stetig immer und immer wieder, wenn jetzt beispielsweise jetzt die grüne Kerze hier von diesem SPX ist. Ja, da habe ich jetzt zum Beispiel keinen Ausschluss der Volatilität inkludiert. Sprich, ich habe jetzt nicht gesagt, wenn die Vola jetzt, weiß ich nicht, unter 13 ist, also wenn der VIX jetzt unter 13 ist, gehe ich nicht rein, sondern einfach straightforward durch. Das sind aber statische Trades. Ja, die sind sozusagen dann losgelöst von allem anderen. Einziges Merkmal hier wäre die grüne Kerze. Ja, also nochmal, O4W Best Indikator ist kein Must-Have. Ich habe es ja in dem ein oder anderen YouTube-Video auch erklärt, wie man den zusammenbastelt. Wir haben ja sogar die ein oder anderen Kollegen, die den nachgebaut haben. Kann man wahrscheinlich auch nochmal irgendwo googeln und finden. Ich mache mir auch da ehrlich gesagt gar keinen Kopf von mir. Wenn man mich kopiert, ich bin ja mit einer Chinesin verheiratet, ich habe gelernt von wegen, das meint man ja nur gut, wenn man kopiert, dann ist das ja ein Zeichen der Ehre, kann man sehen, wie man will. Nichtsdestotrotz beschäftigt euch dann mit den Aufwärtstrends, wenn ihr das mit dem Bullischen hier machen wollt. Und was halt ganz wichtig ist, jetzt sind ja hier ein Strich für eine Option, man muss natürlich immer dafür sorgen, wenn man eine Option, eine Put-Option jetzt beispielsweise verkauft, dass man bei höheren Kursen und beim SPX ist es ja de facto der Fall, dass man natürlich sich immer wieder absichert und diese Absicherung, wenn sie sozusagen voll aufgebraucht wird, also voll verlustig wird, geht die natürlich auch von diesen 20.000 ab. Das sollte und muss man wissen. Ne? Wir haben ja im Club unseren 20.000-Checker jetzt wieder aktiv, nämlich das kann im Nachhinein zu echten Problemen führen und ich würde mich auch nicht darauf verlassen, eine Klage etc. und das hat funktioniert, ein Freund von mir hat es gemacht und das klappt, gar kein Problem, würde ich mich nicht darauf verlassen. Die Gesetzeslage ist faktisch da und von daher würde ich dafür sorgen, dieses Monitoring der 20.000er Verlustverrechnung auf jeden Fall dauerhaft zu machen, wenn man solche Dinge wie hier macht. Jetzt kann man natürlich nicht nur den SPX traden, sondern man kann natürlich auch andere Aktien und ETFs traden. Ne, das ist ja jetzt hier auch kein Problem. Man findet ja sozusagen eigentlich immer wieder welche. Und wir haben das jetzt hier beispielsweise auch bei dem Best Screener. Jetzt sehe ich, heute gibt es auf den ETF des Nasdaq ein Long Open. Ja, das heißt, hier haben wir jetzt theoretisch die Möglichkeit, vielleicht einen Bull-Put-Spread aufzumachen. Und der Nelson hat es gerade gesagt, vielleicht macht der Thorsten irgendwas mal auch in der Praxis. Wir könnten das jetzt mal hier angucken. Wir sind ja jetzt hier in der Trader Workstation. Die Trader Workstation ist ja die Plattform, die uns zur Verfügung gestellt wird, die wir auch nutzen, um hier zu traden. Und ich mache es jetzt mal wie folgt. Ich mache jetzt ein neues Tabellenblatt hier auf und ich nenne es jetzt einfach mal FX Flat. Und dann haben wir jetzt hier ganz, ganz viele Reihen, die wir natürlich benutzen können. Und wir haben jetzt gerade von dem QQQ, von dem QQQ gesprochen. Den könnten wir mal hier eingeben. Klicken wir hier rein, gehen hier drauf. Ja, und da sehen wir ihn. Ja, da haben wir jetzt den QQQ. Ich habe gerade gesagt, wir machen mal hier einen Bull-Put-Spread auf. Wenn ich jetzt hier nochmal reingehe und gehe auf meine Downloads. Gucken wir mal, wo ist denn hier Brot- und Butter-Strategie? Wenn wir das jetzt einfach mal uns angucken. Ja, die Brot- und Butter-Strategie ist ja die Strategie, die ich gesagt habe, die ich gerne trade, mit Bull-Put-Spreads bei Kursen über 100 Dollar. Ja, ich steige nur ein, wenn es da keine offizielle Backwardation ist. So, und jetzt gucken wir mal, haben wir irgendwo was hier mit dem Bull-Put-Spread. Und hier steht es ja schon geschrieben, wie ich das mache. Ja, das heißt, ich verkaufe die Put-Option ungefähr bei 7 bis 12er Delta. Ja, das heißt, anders ausgedrückt, wenn ich jetzt ein Delta von 10 nehme, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich ins Geld, in die Pflicht komme, bei 10%. Anders ausgedrückt, 90% müssten eigentlich gut laufen. Hier sage ich auch, darunter auf jeden Fall ein Long-Put. Abstand abhängig von der Margin bzw. von der Verlustverrechnung. Wie gesagt, die Longputs, wenn sie verlustig werden, die gehen auf die Verlustverrechnung ein und wir haben 20.000 zur Verfügung pro Mensch
Und da muss man natürlich dran denken. Und ich habe jetzt gesagt, eine Laufzeit von 45 bis 75 Tagen. Können wir uns jetzt mal angucken, gehen in die Trader Workstation, klicken dann rechte Maustaste. Wenn da jetzt kein Option Trader steht, kann man natürlich hier drüber auch gehen über Option Trader oder man kann es hier in die Suchleiste auch mal eintragen. Ja, dann hat man es hier auch. So, und jetzt sind wir im Option Trader und hier sehen wir auch die Optionskette und hier sehen wir auch die verschiedensten Laufzeiten der Optionen. Ja, naja, was auch vielleicht noch ganz interessant ist hier, ne, das ist etwas, was wir auch immer haben. Ne, wir haben so eine Top-Kandidatenliste, dann sieht man hier, wie das hier auch aktualisiert wurde. Ne? Und hier sieht man auch den Panikbericht. Nur mal kurz das Plöppen, was ihr gerade gehört habt, was das ist. So, jetzt haben wir hier die verschiedenen Kärtchen, Registerkärtchen für die verschiedenen Laufzeiten der Optionen. Ja, das heißt, Optionen haben ja eine Laufzeit. Das sind ja Terminkontrakte. Ja, die sind ja nicht unendlich, sondern die laufen, die verfallen ja. Und wir haben gerade gesagt, wir gehen auf 45 bis 75. Und da könnte man jetzt mal gucken. Das sind 38, ein bisschen weiter weg. Nehmen wir mal das hier. Wenn man zweimal das Gleiche macht. So, 66 Tage, da ist doch was. Ne? Also hier nochmal, das kleine W ist für Weekly. Ja? Das sind die sind rollierend. Ja? Das sind diese Weekly-Optionen und das sind die normalen, die monatlichen. Entschuldigung. So, und jetzt wollen wir mal einen Bull-Put-Spread eröffnen. Da gehen wir auf den Strategy-Builder. So, jetzt habe ich gerade eben gesagt, Delta. Ne? Delta ist ja einer der Griechen. Ja, Griechen müssten wir auf jeden Fall nochmal thematisieren. Das sind die Sensitivitätskennzahlen und die kann man sich hier auch anzeigen lassen. Ja, wenn da jemand das jetzt nicht hat, ja, geht man mit der rechten Maustaste drauf, geht dann auf Einstellung Optionskette und dann kann man sich die jeweiligen Spalten hier auch reinholen, ja, dass die halt auch angezeigt werden. Dann geht man auf Übernehmen, okay, und das war's dann. So, und jetzt haben wir hier den Basispreis und hier haben wir das Delta. Und jetzt habe ich gerade gesagt, wir gucken uns die verkaufte Option bei Delta 10. So, falsche Richtung. Verkaufte bei Delta 10. Ja, also hier nochmal gesagt, ne, von wegen hier beim Put im Minus und beim Call im Plus. So. Ne, wir sind hier beim Put. Wir wollen ja eine Put-Option verkaufen. Gehen wir hier rein. So, sind wir jetzt hier bei Delta 10. Und das ist jetzt hier bei 325. Strategy Builder ist angeklickt. Ich klicke drauf, verkaufe. Jetzt habe ich die Put-Option verkauft. Was bedeutet das denn jetzt? Gehen wir hier rein. Gucken uns das im QQQ an. So, den Screener mache ich jetzt mal kurz weg. So, ja, wir sehen hier, das Open ist alles gut. Und wir haben gesagt, bei 325. So, die 325, die sind schon mal hier unter der 200-Tage-Linie und jetzt kann man sich das mal angucken, ja, was das denn jetzt sozusagen bedeutet. Wir verkaufen hier eine Put-Option. Für die verkaufte Put-Option erhalten wir eine Prämie. Das waren gerade, lassen wir mal gucken, $230, also 228. $228 kriegen wir dafür. 28, ne? Verkaufte Put minus P, ne? Und dann minus P gleich 228 US-Dollar bekommen wir. Wenn der Kurs nach oben läuft, alles fein, der Betrag wird nicht tangiert, geht problemlos durch, $228. Seitwärts, alles gut, kein Problem. Auch wenn es nach unten geht, kein Problem. Es wird nur problematisch, wenn es durch den Strikepreis knallt. Und warum? Ja, weil es dann wahrscheinlich ist, dass der Käufer sein Recht ausüben wird. Und das heißt, wir würden 100 ETFs vom QQQ $325 ins Depot bekommen. Und das wären nach Adam Riese 32.500 Dollar an Wert an QQQ. Und wenn jetzt der Kurs beispielsweise dann bei 300 wäre, würden wir dann schon mal einen Verlust von $2.500 haben.
So, wenn wir aber jetzt mal gucken, wir haben gesagt, bei so einem hohen Kurs, da gehen wir nicht nackt rein. Was heißt nackt? Ja, wir lassen die verkaufte Option nicht alleine stehen, ja, sondern wir sagen, wir wollen eine Absicherung. Und zwar, dass wir nicht diesen ganzen Weg, weil wir könnten ja, wenn es jetzt im Falle Wahrscheinlichkeit nahe der Null, aber wenn der QQQ auf Null gehen würde, hätten wir ja 32.500 Dollar weg. So, und was wir jetzt sozusagen wollen, ist ja, wir wollen uns absichern. Und wir könnten jetzt mal gucken, wenn wir einen Abstand nehmen von 20 Punkte, ja, 305 nehmen wir hier, dann machen wir hier eine gekaufte Put-Option auf. Und da gehen wir jetzt mal rein bei 305. Falsche Richtung, wie immer. So. 113 wird das jetzt kosten. Gehen wir zurück. Plus P heißt, wir kaufen eine Option, eine Put-Option. Und 113 Dollar, ne, immer 100. Deshalb, da war 113 mal 100 sind 113. Ja? So, was bedeutet das jetzt? Hiermit als Käufer einer Put-Option erwerben wir ja das Recht, die oder das ETF zu diesem Strikepreis zu verkaufen. Das heißt, wir verkaufen es dann im schlimmsten Fall zu 305. Kurs geht runter auf 280. Was bedeutet das? Wir kriegen es angedient für 325. Wir können es aber wieder verkaufen für 305. Das heißt, dieser Betrag ohne diesen Hedge, ohne diese gekaufte Put-Option ist für uns irrelevant. Ja, und selbst wenn jetzt der QQQ auf 0 ginge, wir erwerben das Recht zu 305 zu verkaufen. Und für diese Absicherung, für dieses Recht haben wir 113 bezahlt. Und wenn wir jetzt die 228 von den 113 abziehen, dann hieße es, wir haben 115 Dollar Profit. 115 Dollar Prämie. Und das machen wir jetzt mal. Wir haben es ja hier. Ja, gehen wir mal. Ist sogar ein bisschen mehr, hat sich verbessert. Gucken wir uns das mal an. 116, alles fein. Und dann hauen wir es raus. Jetzt ist blau, ist Warteschleife. Ja, also das ist oft bei Paper Trading der Fall. Gehen wir einfach mal ein Stück nach unten. Ja, und jetzt können wir einfach mal aufgrund der Ungeduld, die ich habe und der Zeit, die wir hier auch begrenzt zusammensitzen, gehe ich jetzt mal auf Markt. Will ich nicht machen, aber nur, damit jetzt auch mal dieser Trade ausgeführt wird. Dauert noch, geht wohl gerade nicht. Kein Problem, warten wir. Jetzt haben wir hiermit aber einen Bull-Put-Spread aufgemacht. Und dieser Bull-Put-Spread hat halt den Charme, unser Verlust ist begrenzt. Und wenn wir jetzt überlegen, was ist denn jetzt der maximale Verlust? Das habe ich ja gar nicht gesagt. Der Verlust liegt jetzt zwischen den Strikepreisen. Zwischen diesen beiden Strikepreisen, da liegt der Verlust. Ja, das heißt, 325 und 305 sind 20 Punkte. 20 Punkte mal 100 sind 2K, sind 2000. Das heißt, 2K abzüglich natürlich der Prämie, ja, wir verdienen ja hier die Prämie, ja, die sind jetzt dann hier diese 115 Dollar. Das ist sozusagen dieser Bull-Put-Spread. Und mit diesen 113 Dollar haben wir uns sozusagen ein Maximalrisiko von 30.500 Dollar genommen. Ja, also das muss man natürlich auch immer überlegen. Das ist aber auch nur ein Teil. Ich habe es eben schon gesagt. Es geht ja auch um eine Margin. Ja, der Broker verlangt ja hier eine Margin. Wenn wir haben ein Margin-Portfolio, sprich, wenn wir das zu risky machen, hieße es auch, dass wir natürlich eine höhere Margin zurücklegen müssen. Und unsere Margin ist natürlich begrenzt. Ja, in Prozent ausgedrückt 100. Ja, und wenn wir uns das jetzt mal angucken, ich gehe jetzt hier mal rein und mache jetzt auf zu 325 nackig.
Ja, oh, hier wird es gerade nicht angezeigt. Nicht schlimm. Auf jeden Fall ist das eine exorbitant hohe Margin, die man da in der Regel hinterlegen muss, sodass das gar keinen Sinn macht, für 224, 225 Dollar so eine hohe Margin zu hinterlegen. Das ist jetzt sozusagen ein Teil von vielen Sachen, die man hier machen kann. Das ist jetzt ein Beispiel einer Brot- und Butter-Strategie. Und ich habe es ja eben schon angedeutet. Hier diese Tabelle, die wird jetzt hier aktualisiert. Und da kann man jetzt einfach mal gucken, was haben wir denn jetzt hier? Jetzt haben wir hier diverse bullische Titel. Und von diesen bullischen Titeln suche ich mir natürlich auch immer gerne was aus, wo auch die Earnings nicht direkt um die Ecke sind. Warum? Ja, Earnings haben natürlich immer das Risikopotenzial. Man weiß ja nicht, was da erzählt wird. Und das kann natürlich gut und das kann natürlich schlecht sein. Aber beides, was stark abweicht von dem Forecast, ist natürlich ein negativer Impact. Und deshalb versuchen wir in unseren Brot- und Butter-Strategien, in unseren High-Probability-Trades, dieses Risiko natürlich irgendwie außen vor zu lassen. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn wir uns jetzt mal hier angucken, da haben wir natürlich hier PDD, die sind öfter schon dabei gewesen, die chinesische, 25.10. Also wir haben jetzt hier natürlich bald die Earnings Season, da kann man natürlich auch Earnings Trades machen. Gerade eben hat mich auch der Armin von Earnings Watcher angeschrieben, der ist auch schon wieder ganz aktiv. Es sind natürlich viele Möglichkeiten da. Und was man hier auch sehen kann, das ist dieses IV Percentile. Und dieses IV Percentile ist deshalb ganz interessant, weil das aussagt, wie viel Prozent der letzten 52 Wochen hatte eine höhere Volatilität als jetzt, eine niedrigere Volatilität als jetzt. Das heißt, wenn ich eine hohe IV-Percentile habe, ist das sozusagen für uns eher positiv. Aber faktisch ist es auch immer nah an den Earnings, ist natürlich die Vola hoch. Und warum? Eben schon gesagt, wegen der Unsicherheit. Wenn wir uns jetzt aber nochmal angucken, und das ist das, was wir auch eben hier aufgemacht haben, das sind die verschiedenen Optionsstrategien, das sind ja sozusagen die, die wir sehr, sehr, sehr häufig machen. Das ist dieser Short Put und der Bull Put Spread. Was noch hinzukommt, ist der Iron Condor. Ja, Iron Condor ist dann auch was Schönes. Und warum? Wir wissen ja manchmal nicht, in welche Richtung es geht und man möchte sich natürlich auch in gewisser Weise absichern. Jetzt haben wir hier einen Bullput-Spread. Ist ja alles schön und gut. Faktisch ist, wenn dieser Kurs nach unten geht, ist das natürlich für die Prämienentwicklung nicht positiv. Klar, wir kommen jetzt sozusagen nicht in die Pflicht. Da denken alle Leute, alles fein. Aber wir haben ja auch ein Regelwerk und das Regelwerk besagt zum Beispiel jetzt bei der Brot- und Butter-Strategie, dass wir bei 200% Verlust rausgehen. Und wir lassen es auch gar nicht zu, dass wir nahe an diesen Strikepreis kommen, wenn wir definitiv diesen Titel nicht im Depot haben wollen. Ja, wenn wir diesen Titel im Depot haben wollen, dann sieht das ja ganz anders aus. Dann haben wir nämlich einen Cash Secured Put. Ja, das ist ja das, was wir dann wollen. Dann wollen wir diesen Titel. So, jetzt gucken wir noch mal kurz. Der Trade wurde jetzt eröffnet zu 112 Dollar, schlechter Preis. Und wenn wir uns das jetzt mal hier aufmachen, dann sehen wir es auch. Wir haben hier Sold, eine verkaufte Put-Option bei 3,25 und die gekaufte Put-Option bei 305. 2,22, 110. Prämie, die wir jetzt vereinnahmt haben, waren 112 Dollar. So, jetzt gucke ich mal, ob wir da ein paar Fragen haben. Jetzt, ne, mal eine Sekunde. Ja, einige. Einige. Da muss ich jetzt beim Ton klar deutlich. Okay. Wird eine Aufzeichnung? Ja, wird. Schönen guten Tag, Thorsten aus Wien. Oh, Wien. Ja, ich war letztens in Wien, Wiener Schnitzel essen. Werden die Trades im Club im Voraus angekündigt oder im Nachgang? Ja, also wir haben Dienstag, also heute machen wir einen Trade der Woche. Ja, also der ist auf jeden Fall fixiert. Das heißt, jeden Dienstag weiß jedes Clubmitglied, außer die Börse hat natürlich geschlossen, machen wir einen Trade der Woche. Ansonsten wird das halt, wie gesagt, ganz zeitnah kommuniziert. Also das ist wirklich, ich mache den Trade auf und dann ist er raus. Ja, was sind die Inhalte des Clubabends? Ja, der Clubabend, der ist sozusagen, wir besprechen Allgemeines, heißt, wir gucken uns an, was jetzt bald ansteht. Jetzt haben wir zum Beispiel jetzt diesen Donnerstag, haben wir auch den Thorsten Tiet von Aktienfinder als Special Guest. Wir machen ja auch Investorenstrategien, also Covered Calls.
oder auch die Wheel-Strategie. Die werden wir jetzt auch ein bisschen mehr machen und da haben wir uns natürlich jetzt auch ein bisschen Unterstützung geholt, dass wir da auch ein gutes Tool haben und da ist der Thorsten Tiet von Aktienfinder bei uns. Ansonsten besprechen wir halt den Markt. Wir gucken uns unsere Trades an, unsere Club-Trades und last but not least überlegen wir natürlich auch, was man daraus alles ziehen kann. Also diese Clubabende, die sind gut. Ja, heute, wie gesagt, ist Anfängertag. Da gibt es auch eine Agenda für. Das ist halt auch jetzt ganz, ganz toll, dass wir jetzt auch für die Anfänger da komplett eigens was gemacht haben. Und wie gesagt, wir haben jetzt auch noch Zuwachs demnächst für unsere Trading GmbH Abende beziehungsweise für das, was wir jetzt zukünftig für die Trading GmbHs machen. Da müssen wir halt auch noch mal gucken, aber es ist auf jeden Fall einiges. Wie viel Kapital sollte man für den Optionshandel mindestens haben? Ich sage immer 10.000. Ja, ne, ist jetzt halt die Voraussetzung, um das jetzt hier bei FX Flat zu machen, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob der Nelson das jetzt aus dem Stegreif sagen kann. Ich glaube, es waren 2.000 oder 3.000. 2000, korrekt. 2.000, okay, danke. Wo finde ich denn Panikbericht auf Instagram? Auf der Insta-Seite ist der nicht. Er dachte, der wird als Morgenroutine, wird der immer da aufgezeigt, als Story. Lernt man im Club auch über die Auswahl der Aktien für die Optionsstreichen? Ja, definitiv, definitiv. Ne? Also das macht man natürlich auch. Kann man Optionen auf deutsche Aktien profitabel handeln? Ja, kann man, mache ich auch, machen wir auch. Ich bin ja sowieso nicht ein Freund der deutschen Aktien, aber ich habe natürlich einen näheren Bezug zu den deutschen Aktien, weil ich halt auch bei vielen deutschen AGs investiert bin und ich auch zu den Hauptversammlungen gehe. Also da nehme ich auch wirklich jede Hauptversammlung mit. Ja, der O4W Best Screener ist halt sozusagen ein Überblick von dem O4W Best Indikator direkt auf viele andere Titel. SPX Iron Butterfly Calendarized im Backtest. Trading, werden die Fragen noch beantwortet? Ja, ich habe auch noch ein anderes Leben. Ich weiß jetzt nicht von wegen, ich beantworte die Fragen meistens immer spätestens am Sonntag da drauf. Ja, also das ist halt wichtig. Die Fragen werden auf jeden Fall beantwortet. Ist wichtig. Guten Tag. Hallo Thorsten, ich dachte, dass bei Stillhalt die 20er. Doch, Willi, die spielen definitiv eine Rolle. Ja, also wenn du eine Long-Option tradest und die verfällt, beziehungsweise ist verlustig, werden die an die 20k natürlich geknüpft. Okidoki, das war ja, ach ja, die letzte Insta-Morgen-Routine ist 32 Wochen alt. Nein, bei den Stories gucken. Also Entschuldigung, Stefan, ich bin auch kein Insta-Genie, aber also ich weiß es definitiv. Ich kann jetzt mal kurz in meinem Handy gucken. Es ist definitiv drin. Also bitte da noch mal gucken. Ist unter Stories. Ja. Genau. Ja, hier, jetzt kann ich es auch noch mal zeigen. Aktuelle Signale, das ist halt auch was Schönes. Ja, da wird man direkt per Bot auch hier aufgezeigt, welche jetzt gerade von den Werten vielleicht interessant sind, auch für eine bullische Strategie, beziehungsweise hier bärisch ist da momentan nichts. Ja, ist halt ganz okay. Okidoki. Ja, also heute haben wir dann sozusagen einer dieser Optionsstrategien da besprochen und ja, da gehen wir jetzt sozusagen weiter an, knüpfen weiter an und werden das dann halt auch immer in der TBS umsetzen. Ja, sehr schön. Viele Informationen heute. Werden wir schauen, dass Sie die Aufzeichnung so schnell wie möglich online kriegen, sodass man alles entsprechend nacharbeiten kann. Sehr gut, Nelson. Und noch etwas, ich habe jetzt, fand ich richtig gut, ich habe 12 E-Mails bekommen im Nachgang. Ja, das ist natürlich schon, ist schon wirklich gut und ich versuche auch wirklich alles immer zu beantworten, schnell zu beantworten, beziehungsweise wenn da halt dezidierte Fragen kommen, dann bitte ich halt auch ein bisschen Verständnis. Ja, da sind Leute, die bezahlen für den Club. Ja, und da kann ich jetzt sozusagen nicht alles rausgeben. Ja, da bitte ich mich auch zu verstehen, ja? Also dass ich da bei manchen ein freundliches Nein schreibe. Super, dann hier ist noch eine Frage reingekommen. Ja, definitiv. Wir werden mit der TWS, da werden wir natürlich auch nach und nach immer mehr machen. Ja, also am Ende der Webinarreihe kommt ja dann hoffentlich noch eine kurze Zusammenfassung und dann gehen wir das durch. Also das versuchen wir schon.
Sehr gut, wir haben ja wirklich noch sehr viele Termine dieses Jahr. Da freue ich Ja. mich. Und ja, geht es ja auch nächste Woche wieder weiter. Von Richtig. daher würde ich mich an der Stelle schon mal verabschieden. Wünsche natürlich heute noch viel Erfolg und natürlich auch für die ganze Woche. Und würde mich freuen, wenn Sie dann nächste Woche wieder dabei sind. Und bis dahin bleiben Sie gesund. Und vielen, vielen Dank, Thorsten, für das Webinar heute. Und dir natürlich auch noch einen schönen Tag. Und du hast gerne das Schlusswort. Ja, vielen Dank, wie immer ein Privileg hier auch vortragen zu dürfen. Wie gesagt, ich möchte den Optionshandel salonfähig machen und das ist halt einer von mehreren Wegen, die ich gehe. Würde mich freuen, auch bei all jenen, die jetzt hier beispielsweise das Video vielleicht im Nachgang sehen oder das Video jetzt sehen, im Nachgang auch einen Daumen hoch geben für dieses Video, weil man muss ganz ehrlich sagen, FX Flat nimmt sich echt immer viel Zeit und ist jetzt für mich auch nicht umsonst der Vertraute, mein vertrauter Broker, ja, dass man da halt auf jeden Fall einen Daumen hoch gibt und natürlich, wenn man schon dabei ist, vielleicht auch noch den FX Flat Kanal dann auch abonniert. Ich danke euch und wir hören und sehen uns dann nächste Woche. Ciao.